Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, heute wollen wir schwer werden. Diese zwei Level schaffen wir heute hoffentlich. Und ja, ich freue mich. Weil es ist eine der besten Klassen in Champions of Regnum. Macht zwar nicht ganz so viel Damage, aber dafür hat es Heilen, Beschwörungen und so weiter, also richtig cool. Ja. So, wir müssen hoch zum Magierturm. Oh. Zum kaputten Turm. Nun gut. Sieht das aus mit dieser Robe? Wir haben doch neue Roben. Eine neue Robe. So, sieht schon ein bisschen besser aus. Also einen Lumpen von Gandalf. Einen Lumpen von Gandalf. Ja, das wär's noch. So. Was müssen wir denn hier machen? Irgendwas müssen wir sicher noch machen. Ah ja, das mit der Blume da drüben. Okay. Ja, ja, schwarze Wurzeln, genau. Sodele, verlorene Festung. Aha, so ist das, okay. Also, da gibt es irgendwo eine Brücke, ja. In Ignis ist gar niemand. Ja, schade, dass manche Spiele nicht mehr so motiviert sind, das Spiel zu spielen, kann ich verstehen. Aber sie machen sich ja da dabei nur selber ein bisschen Probleme. Und also es tut die Sürden ein bisschen nerven. Aha. Oh, das sind gute Gegner. Die geben auch ein bisschen Erfahrung. Ja, ich dachte es schon beim ersten. Aber ich will nicht beim ersten schon aufgeben. Tun wir noch ein bisschen hier leveln. Wie viel geben sie? Oh, recht viel. Schaut mal her. Okay, ausweichen. Käferschwarm. Erfolg. Oh, könnt ihr nicht angreifen? Oh. So ein armer Feind. Noch eins, komm. Stab des Feuers. Okay. Heller Stab des Blitzes ist Schwäche. 14 bis 19, ja. So, jetzt gehen wir zurück. Das haben wir mit Bravour geschafft. Sogar viel mehr gemacht. Was ist denn los? Drei hintereinander. Lol, die kämpfen irgendwie so zerstreut, so, also es greift das an, die roben die zwei zurück und weiß auch nicht was, völlig ein völliges Durcheinander. Gut, von Taktik wahrscheinlich nicht viel. Nun gut, dann gehen wir wieder zum Turm, ja. Ah ja. So, mit Level 30 kann ich dann recht schnell ein paar gute Items farmen. Vielleicht auch für den Barbaren. Ich werde wahrscheinlich hier den Beshi nicht allzu oft zeigen. Also ich werde ihn schon oft zeigen, klar. Aber mit Levels. Mit Level über ja, wo, so sagt man, mit Levels, die überspringen. Ja, überspringen war das Wort. Weil sonst geht es allzu lange. Können immer noch eine Klasse machen, die ich komplett zeige. Aber erst wenn dann richtig viele Leute auch zuschauen möchten. Sonst bringt es nicht so viel.
Und vielleicht dann mit einem neuen Patch hoffentlich. Ich habe Regnum die Sachen gepostet, die ja, weil ich immer einen Spielabsturz habe, zum Beispiel. Zum Beispiel beim Charakterwechsel habe ich manchmal Spielabstürze, einfach so uninspected error, also ein Error, ein Fehler, der nicht zugewiesen werden kann und alles Mögliche. Aber es haben viele im Forum, sind schon viele Threads davon überall, also. Leider macht NGD nichts mehr. Wahrscheinlich nur noch so diese Mobile Games. Ah, jetzt ist das mit dem Dings noch. Nein, 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 nein. Ich muss laufen. Ich will den nämlich haben. Ich will den das erste Mal den mal als Begleiter haben. Weil wenn wir reiten, dann geht er weg und kommt nie wieder. Das ist frech. Eine Frechheit. Wisst ihr das? Das ist doch eine Freche. Und es geht irgendwie schneller als. Was? Milla Vanilla. Milla Vanilla. Die Milla von der Vanilla. Nun gut. Also, ich habe einfach so das Gefühl, dass im Forum nichts mehr ernst genommen wird. Einzige Trades, die noch kommen, sind irgendwelche. Also, die wichtigen Trades sind zum Beispiel Alcius. Nein, wie heißt der? Wie heißt der Server schon wieder? Vom der Server, Testserver, hat den Patch aufgespielt und alle sind enttäuscht vom Patch, da es so wenig groß ist und eigentlich nur ein paar Balanceänderungen und so mit sich bringt. Und dann gibt es noch Threads wie, wer hat das beste Equip? Völlig unsinnige Thread, also wirklich, eigentlich ein Raid, wo zum Schwanzvergleich ist, mehr nicht. Und dann noch Verkauf, also Leute, die Sachen verkaufen, aber es nicht über den Mann bringen, weil niemand mehr interessiert ist an den Items und so weiter. Richtig, naja. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, aber nicht so am Game wie an der Community. Ja. Ich denke, es hätte aber auch nichts gebracht, weil einige der Studios einfach nichts macht. Die blind sind wie eine Blindschlange. Schade, sehr schade. Ich hätte als Entwickler so viel gemacht. Aber eben, man sagt ja eher oft, man könne es besser, aber nun gut, kann man auch. Aber es ist halt sehr schwer. Man kann ein kleines Game nicht zu einem Riesentitel machen, indem man ein paar Sachen umändert. Das ist viel zu tun und ich möchte am liebsten so ein Entwicklerstudio dazu bringen, dieses Game weiterzumachen. Ein anderes. Ich weiß nicht welches, aber ein cooles. So, aber oh, machst du viel Schaden? 38 Schaden, wow. So, 1 von 5. Stammesfehler. Bald töte ich eure Nach-, also die Besten von euch in oft, in sehr oft. Ah, ist das cool. Komm du mal. Schade, dass ich als Baba die zu spät gesehen habe, aber was machen die auch im mittleren Fort? Das ist Unsinn. Lieber die an die Mauer und die anderen so weit her. Die, wo ich jetzt töten muss. So, und dann noch der. Oh, das ist er nicht. Da ist er ja. Mit dem Schild. Und habt ihr gesehen, er hat sich teleportiert. So. Nochmals AK-Beschleunigung. So, und den Schuss. Ja. Goblin bezwingen. Gut, dann haben wir das. Jetzt gehen wir nochmals kurz. Ja, nein, das muss ich jetzt nicht. So. Na, geht auch nicht der Trick. Mo. So alte Tricks gehen nicht mehr. Die haben sie gepatcht.
Aber andere Dinge haben sie nicht gepatcht. Das ist ein bisschen schade. Aber eben, es ist ein Gedicht. Also ich würde es ihnen keinen Vorwurf machen oder so, aber schon ihnen irgendwie sagen, eben, wieso wird das nicht gefixt oder das und das. Aber nicht sagen, ja, Rücknung ist scheiße. Da kommt niemand weiter. In keinem Spiel. Weil Regnung ist scheiße, können viele Leute sagen. Vor allem die Leute, die kein Hirn haben. Aber so richtig irgendwas helfen oder so, ja. Das gab's früher übrigens. Das gab's früher übrigens, dass die Foren noch so aktiv waren. Heute nicht mehr, überall alles über Social Media gemacht wird. Früher gab's das oft, dass sie ja, öffentlich waren, die Entwickler und so. Heutzutage bekommen sie sowieso nur noch Lob über. Was die Witcher-Entwickler momentan für Lob bekommen, weil sie Witcher 3 rausgebracht haben oder rausbringen. Also ich finde es jetzt gar nicht mal so ein gutes Game. Tut mir leid, wenn ich so ein Fans von Witcher 3 sage, dass es nicht so gut sein ist. Aber ich finde, Witcher 3 kann besser sein. Also die Motivation ist für mich halt nicht so da. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen verwöhnt. Aber es hat so für mich so eher so ein bisschen eher Langeweile oder so. Und es ist zu teuer, es ist viel zu teuer. Ich kaufe kein Game mehr für 60 Euro. So, dann haben wir hier drinnen noch die Quest abzugeben. Gut. Dankeschön. Ring der Heilung auch annehmen. Na, der andere ist nicht draußen. Gut. So, müssen wir hier hin. Allahet Arterin. Lol, schaut wie viel eingenommen wurde. Ah, Magnetstück, gut. Wo ist die Ding? Da ist sie, oder? Ist die jetzt an einem anderen Ort? Keine Ahnung. Ich glaube, die spawnt immer an einem anderen Ort. So. Das muss da hinten sein, ja. Ah, schön, da können wir noch mit dem Part ein Beschwörer werden. Sehr schön. Dann schauen wir noch ein bisschen die Klasse an. Und ja, grübeln mal über die Skillung. Ich weiß jetzt nicht, wie man am Anfang skillt. Wir haben nicht so viel in Heilung, also ich denke, selbst Heilung reicht fürs Leveln. Später braucht man natürlich Allheilung und das heißt, ja. Okay, da müssen wir was? Gargoules töten. Oh. Jetzt müssen wir noch Gelbe töten. So, mal Käferschwamm, damit er uns nicht angreift. Gut. Was ist denn los? Nein, er hat mich angegriffen. Nein, nein. Mit Mama, du bist ein Böser. Gargulflügel. Oh, mal mega wenig Schaden machen. Schaffen wir das, bevor wir sterben? Ja, ich denke, wenn trifft schon. Komm, ein bisschen. Wie viel brauchen wir? Nicht genug Mana. Ach komm, noch ein bisschen. Nix. Das ist nicht so gut. Die Quests müssen wir wahrscheinlich noch überspringen. Ach, einen machen wir noch, oder? Geht aber ein bisschen lang.
Einen schaffen wir noch, wenn wir kurz das Mana auf hochstellen. Regenerieren. So. Der andere ist noch nicht an. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, das reicht. Komm, gib jetzt die Schriftrolle oder was das ist. Die Amulett. Was bist du ausgewichen? Geht's noch? Ach komm. Ja, sehr schön. Aber wir bekommen recht wenig Schaden, wahrscheinlich durch die Robbe. So, jetzt haben wir es. Und Level Up. Sehr schön, das finde ich schön. Lefans Amulett. Gut, nichts wird geschrieben. Hallo. Mal schauen. Will jemand das schreiben? Ah, der Mila Vanilla. Huhu. Oh Gott. So, jetzt gehen wir zurück. Finn von Dayan. Aha. Aha, Sirtis momentan aktiv. Und die haben recht viel jetzt angenommen. Ach komm. Ah, blöde Map. Aha, die haben alles zurückgerobt. Okay. Isis wollte eine Invasion starten, aber Sirtis hat es abgewendet. Hey, nix egal. So. Quest abgeben. Sehr schön. Da auch. Und jetzt müssen wir nördlichen Hang gehen. Da ist noch eine Quest. Ah, wir sind Level 10. Ja, dann machen wir die Quest nicht. Dann gehen wir Direktor. Es ging schneller, als ich dachte. Und dieses Pferd ist für den Popo. Wenn wir dort angekommen sind, ist es wieder weg. Wow. Dann nehme ich lieber den Panther. Der macht wenigstens keinen Lärm. So. Gangtür. Gangtür. Die Gangtür. Gut, dann sind wir hier. Bei der gigantischen Ark-Tarantel-Anführer. Aha. Wüstentür heißt jetzt hier. Ja, jetzt bin ich auch hier. Wie beim Jäger. So. Also als nächstes werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen Barbaren spielen. Und mit diesem hier werde ich ein bisschen Items farmen. Und mit dem Jäger werde ich dann die Items, die ich gefarmt habe, hier verwenden. Und so weiter. Also ich werde sie gegenseitig ein bisschen unterstützen. Und dann mal schauen im Aktionshaus. Das könnten wir dann auch mal schauen. So, haben wir das Pferd nicht mehr? Doch, das Pferd haben wir noch. Gut, dann müssen wir zum Beschwörer, der ist noch weiter hinten.
So. Magierzähne. Quests. Das ist eine andere Quest. Wo sind die Beschwörter? Wo ist der Beschwörtrainer? Das ist der Schneider. Ja, jetzt die Frage, wo ist der Beschwörtrainer? Ist da nicht der Hexenmeistertrainer? Ich weiß es alles, aber der Beschwörtrainer weiß ich nicht. Das ist der Schneider. Das ist der Hexenmeistertrainer. Ah, das sieht man auf der Map. Da drüben. Okay. So, ja, jetzt haben wir das Pferd nicht mehr. Oh. Specht Nabil. Ah, da drin, stimmt. So. Das haben wir auch, werte Beschwörer. Yeah! Ich habe eine Unterklasse. Yeah! Ich bin der Beste. Langsam, ja, das nehmen wir. So, Stärken zurücksetzen. Trainieren. Hm. Nun gut, machen wir mal zuerst Beschwörung. Zum Dämon. Können wir auch weiter? Nein. Den machen wir mal auf 2. Dann möchte ich gerne Selbstheilung auf 2. Ja. Wo ist jetzt dieser? Da, Energiebarriere auf 2. Hier auf 2. Und wo ist das Rest? Da. So, 2, 2. Nein. Okay, dann haben wir das. Jo, wir haben noch 7 Minuten für den Part. Können wir noch kurz mal einmal, zweimal kämpfen. So, Energiebarriere, Tür hin. Da und da. Okay, so. Dämon. So. Und Selbstheilung. Hier. So. Dann noch kurz Optionen. Schnellliste. Quickbar feststellen. Ich weiß jetzt nicht, was das heißt. So. Und es wird nichts mehr geschrieben. Okay. So, was haben wir hier für Gegner? Haben wir hier irgendwo noch einen Gegner, den wir besiegen können? Ja, große Tarantel. So, dann beginnen wir mal mit dem Zauberstab. Und dann der Dämon. So, als Dämon, greif mal an. Zeig uns, was du kannst. Ah, das sind Fernkämpfer. Sehr schön. Wow. Sau stark. Ah, oh Gottchen. Da ist noch einer. Bitte mit Schwefelschwarm angreifen. Hopp. Sehr schön. Oh Gottchen. Gut, also ich werde leveln. Und dann in einer der nächsten Folge wieder weitermachen. Ja, der Dämon ist jetzt leider wieder weg. Aber er kann kommen. Komm, er kommt nochmals. Komm. Beenden wir mit dem Dämonen. Machen ein schönes Festchen. Okay. Das ist 5. Ja, toll. Diese lädt sich gerade auf. Aha, so. Ich check das nicht. So, also. Beenden wir mit dem Dämon, mit dem coolen Dämonen. Machen hier noch eine Arkanbeschleunigung. Nicht genug Mana, ja, ganz genau. So, jetzt.
sind wir noch ein bisschen geschützt. Mit dem Zerrkit flammensauber. Gut. Also, Dankeschön fürs Schauen dieses Partes. Tschüssi, Leute. Tschüssi, Kowski.